Hallo ihr Lieben, es wird wieder mal höchste Zeit, dass ich mich bei euch melde. Ich habe mich mal auf unseren Balkon verkrümelt mit einem Ansteckmikrofon, weil draußen ist dann doch viel Verkehr. Und wenn man so guckt, wir wohnen ja im Hochhaus und ihr seht, ich gehe mal mit dem Kopfstück rüber, da hinten passiert viel unter uns auf Straße. Egal, darum geht's nicht. Ich möchte euch erzählen, was es Neues bei mir gibt. Also, ich habe meine Chemotherapie, ja, pausiert. Mit dem Hintergedanken, dass wir ja noch in den Urlaub fliegen wollen und ich dann fit sein muss. Eigentlich war der Plan, dass ich zwischendurch immer wieder Blutwerte genommen bekomme, eben nach dem PSA-Wert zu schauen. Und das habe ich jetzt alles gecancelt. Weil es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich Blutwerte von mir nehmen lasse und letzten Endes würde ich nichts tun, weil wir in den Urlaub fliegen wollen. Ich würde also nicht nochmal mit Chemo oder was anfangen. Das hört sich für euch vielleicht komisch an, aber der Urlaub ist wirklich das Einzige, was mich irgendwo am Leben erhält. Das ist mein Highlight des Jahres. Und wenn ich das nicht habe, brauche ich auch dieses bescheidene Leben nicht mehr zu führen. Das hört sich jetzt komisch an, aber so ist es. Also wie gesagt, habe ich alle Labortermine gecancelt. Ich habe keine Ahnung, wie also der Stand der Dinge bei mir ist. Nach dem Urlaub geht's nach Leipzig ins PET-CT, um zu gucken. Da kann man dann wieder auf den Bildern sehen, wo die Metastasen überall sitzen. Und dann werden auch wieder neue Blutwerte genommen und wir werden schauen, was wir machen müssen. Ich möchte so lange wie möglich ohne Chemo jetzt auskommen. Ich brauche einfach mal die Zeit. Ich habe es schon gesagt, ihr wisst es, seit Januar 21 habe ich eine Chemo nach der anderen hintereinander weggemacht. Nur kurze Unterbrechungen für den Urlaub, so lange wie jetzt habe ich es noch nie gemacht. Aber ich brauche es einfach, weil ich mittlerweile das Gefühl habe, ich falle auseinander. Abgesehen davon, dass ich nicht weiß, was meine Blutwerte sagen und wie es mir eigentlich innerlich geht, geht mir es gut. Die Haare kommen nach, hiervon sind sie noch ein bisschen dünn, wenn ich mal so zurückmache. Ihr seht es auch hier, es sind ganz feine, dünne Härchen. Aber ich freue mich, dass die wieder kommen. Mein Bart kommt langsam auch wieder. Bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Ich bekomme auch wieder Wimpern. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich habe meine Augenbrauen machen lassen. Die sind jetzt nicht mehr blau, sondern jetzt sind sie braun, wie es eigentlich sein sollte. Und sind auch Härchen gestochen, aber das ist noch am Abheilen. Und das wird noch besser. Und nach dem Urlaub habe ich noch mal einen Termin. Übrigens in Erfurt bei der lieben Susi. Und sie ist für mich der Fachmann in Sachen Augenbrauen, da gibt's überhaupt nichts. Und sie hat mich von diesem Malheur gerettet. Ich bin dankbar, dass ich damals meine Brauen habe machen lassen, aber es war halt doch schon recht nach hinten losgegangen. Jetzt kann ich in den Spiegel gucken, ich erkenne mich wieder, ich sehe mir langsam wieder ähnlich und das baut mich sehr auf. Wie gesagt, der nächste Plan wird sein, dass wir in den Urlaub fliegen werden. Ich bin sehr glücklich. Ich freue mich unheimlich drauf, 3 Wochen wieder auf der Insel in Mallorca zu sein und da in einer gemieteten Finca sind wir wieder und das macht mich wahnsinnig glücklich. Inzwischen habe ich doch aber auch schon wieder einiges getan, möchte ich euch zeigen. Ich habe ein schwarzes Hemd besetzt mit Schnörkelmotiven, das hatte ich euch schon angekündigt, so wie mein Basecap war, habe ich jetzt ein Hemd noch dazu fertig. Ich habe den passenden Hut dazu fertig gemacht, was mich sehr freut. Ich werde es im Urlaub das erste Mal tragen. Wie das dann mit dem Waschen aussieht, werde ich sehen. Es müsste eigentlich waschbar sein. Es ist Gummi, also daher müsste das funktionieren. Ich habe meine vielen Dankeschöns gemacht für die lieben Menschen, die mir Dinge zu meinem Geburtstag geschenkt haben. Die sind jetzt rausgeschickt. Die ersten sind angekommen. Die ersten Rückmeldungen sind da. Ich freue mich, dass ich den Menschen auch eine Freude tun konnte, so wie sie mir eine Freude gemacht haben. Und wie gesagt, all mein Bastelkram, all die Dinge, die ich tue, könnte ich nicht tun, wenn da nicht so viele Menschen wären, die mich unterstützt haben, die mir so tolle Geschenke gemacht hatten. Da bin ich wirklich unendlich dankbar. Im Prinzip war das schon alles an Neuigkeiten. Ich werde meinen Urlaub genießen und ich hoffe, danach kommt das böse Erwachen nicht allzu schlimm. Es wird ein böses Erwachen geben, weil meine Werte wieder durch die Decke gegangen sein werden, ist ganz klar.
Aber ich muss jetzt die Pause einfach machen, die Chemopause. Es geht nicht anders. Ich bin erstmal komplett durch. So ist es. Ich genieße jetzt mein Leben. Das ist mir momentan sehr, sehr wichtig. Und eigentlich war es das schon. Ich wünsche euch allen einen schönen Juni und auch schon mal einen schönen Juli. Ich weiß noch nicht, wann ich mich zurückmelde. Vielleicht ab Mitte, Ende Juli, vielleicht auch zwischendrin mal aus dem Urlaub. Ich weiß es noch nicht. Auf alle Fälle ganz, ganz viele liebe Grüße und tausend Dank. Es sind auch inzwischen schon wieder viele Privatnachrichten bei mir eingegangen, wo es hieß, wir machen uns Sorgen, wie geht dir das, erzähl bitte. Also viele Leute, die mich angeschrieben haben, weil ich mich so lange nicht gemeldet habe und einfach in Sorge um mich sind. Und das, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel mir das bedeutet, dass wildfremde Menschen an mir interessiert sind und besorgt sind um mich. Und es geht runter wie Öl. Es ist einfach, ich merke, ich bin nicht allein. Ich merke, dass da Leute sind, die für mich da sind, die mich unterstützen. Und das ist einfach großartig. Ich höre auf zu quatschen, damit es nicht ellenlang wird. Ihr Lieben, nochmal tausend Dank für alles. Macht euch keine Sorgen. Ich werde mich wieder bei euch melden. Und bis dahin genieße ich jetzt erstmal mein Leben. Wir werden sehen. Ihr Lieben, macht's gut.